denke, der Eingang wird unten rechts sein, weg von meinem Lager. Das sollte kein Eingang sein, falls ihr das denkt. I'm full of emptiness. So leer bist du gar nicht. So. Ja, manchmal muss man die Kamera einfach drehen, wenn es nicht weitergeht. Okay, das ist nicht quadratisch, das ist rechteckig. Oh mein Gott. Man kann die Kamera sogar so drehen? Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Can't do that. Okay. Hau mal da ab. Hey! Was soll das denn? Da wird sie widerspenstig. Ich mache da so ein bisschen Tower Defense mäßig. Dass, wenn sie raus wollen, sie erstmal einen Weg zurücklegen müssen. Der weg von mir führt. Okay, das dürfte die ursprüngliche Kameraposition sein. Jetzt fehlt uns nur noch eins. Das Spinnengehäuse und Fallen. Fallen dürften auch ein relativ geringes Problem an dem ganzen System sein. Ich meine, seht euch mal um, wir haben Fallen wie heuer mehr. So, dich nehmen wir mit. Zum Glück ist das Teil nicht in unserer Truhe geschlüpft. Das geht zum Glück nicht. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt rein. Das sieht nämlich ziemlich eng aus. Ja, okay, es klappt wunderbar. Dann wollen wir das ganze Ding mal platzieren. Der Creep Cluster ist unterwegs. So, jetzt brauchen wir noch Fallen. Set Trap. Set Trap. Set Trap. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das ganze System hier klappen wird. Das ist eine recht verrückte Idee, finde ich. Ich weiß, dass man die Spinnen da drin fangen kann. So hoffe ich auf das Beste. Kann ich? Ich kann mir keine mehr leisten. Okay. Ja, das meinte ich. Unser Grasvorrat wird ziemlich schnell zur Neige gehen. Genau wie der Tag, finde ich gerade. Wir brauchen verdammt schnell Spinnenseide. Bald ist Winter. Okay. Wollen wir das Ganze mal ein bisschen anheizen? Und ein wenig Gras einsammeln? Ich hoffe, wir können noch ein wenig Gras einsammeln gerade. Es geht mit verdammt schnellen Schritten Richtung Winter zu, finde ich gerade. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel man mit ihr gegen den Winter machen kann. Wilson hat ja so einen netten Bart. Der ist ja automatisch eingebaut in Wilson. Zum Glück haben wir mit ihr nicht. Ach ja, unser Hunger. Hätte ich beinahe vergessen. So. Dahin. Zurück dahin. Schieben wir auch auf. Also ich finde das Spiel mit diesen Teilen recht angenehm, weil man sich halt nicht auf Samen verlassen muss. Was wirklich jetzt letztendlich besser ist, ist glaube ich auch Geschmackssache. So, drei davon. Eins davon. Okay, wenn Tag ist, gehen wir an die Drying Racks. Wir füllen jetzt erstmal unsere Karnickelkiste. Was für ein schönes Wort. Set Trap. So, das Trockenfleisch können wir aufheben. Unsere Karnickelkiste ist voll, okay. Mit den Karnickeln, die wir gleich noch aufheben, haben wir genug für die Trockenstände. Wir sollten jetzt mal zügig was essen. Zieh's dir rein, Wendy. Nom nom nom. Ja, aber sonst geht's dir noch gut, ja? Ja, da war die schwarze Hand, die böse Hand. Die böse Hand, die böse Hand. Wer kennt es? Wer kennt's nicht? So, wir brauchen noch drei Karnickel. Zufällig haben wir hier drei Kisten. Drei Kisten. Drei Fallen noch. Die wurde nicht aktiviert. Ich hoffe, da wird ein Karnickel gefangen, weil ich weiß nicht, wie sich das die Falle verhält, wenn es so eng am Rand ist. Ich hätte gerne noch einen Karnickel. Danke. Hier ist noch eins. Gut.
Dann wollen wir die auch noch mal verarbeiten. 2, 3, 4. Wir könnten diese jetzt genauso gut noch mal kochen. Aber das hebe ich mir für nächsten Abend auf. Hier werden jetzt noch mal fleißig Karnickel gefangen. Apropos fleißig, wir sollten zusehen, dass wir fleißig noch Stöcke kriegen. Ja, unten haben wir noch eine Menge stehen. Ich sammle jetzt erstmal die Gräser auf. Die Gräser sind gerade wichtiger als der Rest. Ups, heb's auf. Danke. So, das auch noch alles aufheben. Okay, ich gehe doch zu den Gräsern. Ja, mein Problem ist gerade, dass die Tage immer kürzer werden. Ich hasse das in diesem Spiel echt. Es gibt nichts Schlimmeres. Und das sind viele Stöcke. Gut, mit Stöcken sollten wir keine Probleme mehr haben, würde ich sagen. Das läuft ganz gut. Ich weiß nicht, wie ich den Winter jetzt verbringen soll. Produktiv oder eher passiv in Defensivstellung, dass ich wirklich auf Überleben gehe und am Feuer bleibe. Wobei das sich echt ziehen würde wie Käse. Und damit meine ich keinen leckeren, angenehmen Käse, den man auf einer Pizza hat oder so, sondern echt widerliches Zeug. So, schneller bitte. Das hebe ich mal alles auf. Das nehme ich an mich. Also das mit diesem, desto schneller man klickt, desto schneller wird er abgebaut, stimmt nicht ganz. Also man braucht da schon ein gewisses Klickmuster für. Ansonsten ist das die normale Abbaugeschwindigkeit. Nur dieses Muster, jedes Mal reinzukommen, ist ein bisschen kompliziert. Ich glaube, er hat eine Fußstapfer. Sie hat eine Fußstapfer aktiviert. Ja, hat sie. Wollen wir uns auf das Spiel einlassen? Ja, Problem ist, wenn wir uns gerade auf das Spiel einlassen wollen, müssen wir einmal hier rein. Hallo. Komm, wir locken dich an. Wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wieso da schon wieder eine neue ist. Okay, ich glaube, die Fallen sollten wir ein bisschen mehr auseinanderhalten. Ich glaube, so gibt das nämlich keinen. Gut, wir nehmen mal unseren Schnelltöter in die Hand. Okay, das ist ein Problem. Nein, ist es nicht. Okay, ich bin noch nicht sicher, ob wir von denen so Spinnenseide kriegen, aber es scheint mir, als würden die Fallen, nachdem wir sie aufheben, die Spinnen sofort töten. So, ich habe gerade zuerst gedacht, wir kriegen nur Spinnenfleisch, weil das Monstermeat nach oben ging in der Anzahl. Aber es ging genauso die Heilsalbe nach oben. Und das lässt mir die Hoffnung, dass alle Items, die beim Tod einer Spinne fallen gelassen werden, uns ins Inventar kommen können. Das wäre natürlich wunderbar. Dann haben wir hier echt eine Spinnenseidefarm. Ich glaube, ich übertreibe es ein wenig. Ich habe so die leichte Neigung zum Übertreiben. Aber sicher ist sicher. Und ich will halt nicht, dass meine Fallen einfach nur stumpf umgeworfen werden. Weil dadurch verlieren die auch Prozente. Ich habe ganz vergessen, das hier zu essen. Und den Schnelltöter können wir auch wieder ablegen. Den lege ich aber wieder hier hin, damit ich ihn immer direkt finde. Genau, ich war auf der Suche nach einem lustigen Koalafanten. Nur leider wird es gerade Nacht. Das könnte die Suche ein wenig erschweren. Uah, hau ab. Weiter nach da, okay. Dann wollen wir weiter nach da. Was haben wir da? Nach rechts. Okay, nach rechts kann ich schnell gehen. Hier ist eine schöne Straße, die uns gerade führt. Nach rechts. Okay, das wird jetzt schwer. Desto dunkler der Boden ist, desto dümmer sind die Fußabdrücke zu sehen. Aber Grasboden geht noch. Ich dachte, das wäre jetzt Waldboden. Hier haben wir ein Problem. Seht ihr, was ich meine? Okay, ich gehe ganz nah an den Bildschirm ran und sehe dort ein. Weiter nach rechts. Okay. Weil du es bist. Jetzt muss es doch langsamer sein, oder? Ja. Da ist der Koalafant. Auf ihn!
Ja, wir wollen ihn total vermöbeln, ist klar. Und das vor der Nacht möglichst. Dazu müssen wir ihn nur erstmal in eine Ecke treiben. Attack. Ich weiß nicht, ob das mit diesem in eine Ecke treiben so einfach ist. Okay, der Koalafant. Abigail hat uns den Koalafanten auf einem Silbertablett serviert. So, wir müssen uns jetzt schnell eine Fackel bauen. Dazu fehlt uns was? Gras. Okay. Walking Cane. Okay, wir machen es anders. Wir haben nicht mehr genug. So. So, das zünden wir an. Wir brauchen mehr Holz. Wir sind tot, oder? Nee, wir sind tot. Wir gehen zu Abigail. Abigail kann uns ab und zu Licht servieren, so wie es aussieht. Und solange wir in Abigails Licht sind, denke ich, kann uns das Vieh aus der Dunkelheit nichts anhaben. Ja, Abigail ist echt nützlich gerade. Zack. Okay, Überlebenstaktiken à la Pro. Ich bin überrascht, dass das Ganze so gut funktioniert. Abigail! Danke. Ja, Problem ist, Abigail haut immer ab. Okay, wir kriegen echt Kloppe. Es könnte langsam Tag werden. Abigail, bitte flieg nicht immer weg. Ich brauche das Licht doch. Abigail, 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 werde Tag, werde Tag, werde Tag, werde Tag, 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 Tag. Das war eine Sekunde, oh mein Gott. Oh Mann. Ja, das war echt eine brenzlige Angelegenheit. So kann's gehen. Verdammt nochmal, Marco, ich hasse dich.